Was geht ab, Leute? Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute sind wir, wie gesagt, mit Leon unterwegs und ich habe mal so auf den Wetterbericht geguckt. Minus 11 Grad und noch dazu feels like minus 18 Grad. Also wir haben auf jeden Fall heute richtig warme Temperaturen und deswegen würde ich sagen, müssen wir uns eine kleine Fettschicht anfressen und starten unseren Tag mit einem leckeren Donut direkt hier im Bett. Also Leute, so wird heute unser Frühstück sein und wir gehen uns jetzt erstmal einen Donut und dann geht's raus in die Kälte. Aber an sich sieht es ganz angenehm aus. Also wenn man so guckt, sieht er eigentlich nicht schlecht aus. Freunde, kleiner Fit-Check und zwar einmal hier unsere beiden Jacken. Es ist wie gesagt derbe kalt draußen. Dann einmal zu unseren Hosen. Ich habe hier die No Face Studio Hose und Alex unsere neue Motion Vision Hose. Dann Alex mit seinen Knitrunner und ich mit meinen Insulate Yeezy Boots. Also ab in den Kampf, es ist sehr kalt. Look who's back. Was macht ihr? Ja, die Brille sieht so stark aus, ne? Sehr, sehr nice. Muss man schon sagen, du, ein sehr nicer Kopf. Danke, danke. So Leute, jetzt geht's los. Wir gehen zum ersten Store mit LBG hier heute mal als Touristenführer am Start. Und dann gleich, also erst der erste ist hier noch ein Zoro, ne? East Village, okay. Und danach gehen wir Brooklyn, oder? Ja, schauen wir. Also wenn wir Bock haben. Alright, okay. Hi. Nichts Schlimmeres als diese Länder. Boah, ich glaube das. Leute, wir gehen jetzt erstmal was essen zu Ruby's nochmal, weil wir wollen nur was Kleines essen, weil wir später richtig essen wollen. Bedeutet, keine Ahnung, eine Pommes, vielleicht ein Sandwich oder so. Und dann gehen wir gleich nochmal richtig essen. So shoppen, waren in den Laden drin, so, aber es war nicht so viel Gutes dabei. Ja, deswegen shoppen war so semi. Leute, Empfehlung des Tages, bei Ruby's Pommes holen. Das sind die besten Pommes, die, glaube ich, je gegessen habe. Also no joke, richtig. Ganz kurz Fazit. Rating. Rating. Was hast du gegessen? Ich hatte eine Dipping Soba mit Currysoße. Die Nudeln fand ich ein bisschen lame. Aber ich glaube, Soba schmeckt immer so. Deswegen 8 von 10. Warm Mara Mara Soba. Also auch so super mit Nudeln und gefühlt ein bisschen Curry-Style. Schwierig. Ich hätte mehr Bock auf sowas gehabt wie in Rahmenrichtung, habe ich mich zumindest noch eingestellt. Ich würde sagen 7,5 von 10. Auch kurz Rating abgeben. Ich hatte das gleiche wie Alex. Ich bin happy. Also eine solide 9,5 von 10. Bluff. 2,9. Ey, du wollt ihr mich verarschen? Tja. Nimm.
Sag mir nicht, Leon hat sogar gecappt.